Hi, mein Name ist Jonah Ebbing. Ich habe dieses schöne Barmöbel als Gesellenstück gebaut und ich habe bei der Tischlerei Hobelfein in Rasfeld gelernt. Mein grundsätzliches Konzept zu meinem Gesellenstück war das Zusammenspiel zwischen Licht und Holz, was man vor allem sieht, wenn das Licht leuchtet. Dabei ist es so, dass das Licht durch eine semitransparente Front projiziert wird, die als Rahmenfront gefertigt ist und sich als Koffertür, wie man hier sieht, öffnen lässt. Es befinden sich oben und unten zwei Lichtböden, die man separat schalten kann. Grundsätzlich zum Material habe ich drei Materialien gewählt. Einmal eine geölte Esche, braunes Leder und das graue Stahlgestell. Hierbei ist es so, dass sich zwei Glasböden in dem Möbelstück befinden, wo man Gläser einstellen kann. Ein ausziehbarer Tabellarboden und eine filigran hängende Weinflaschen- oder Schnapsflaschenkonstruktion, wo man Weinflaschen und Schnapsflaschen in Lederriemen legen kann. Unter dem ganzen Möbelstück befindet sich der Schubkasten des Möbels, wo sich wieder das Leder findet, welches sich auch in den Flaschenhaltern findet und oben als Abdeckplatte dient. Grundsätzlich ist es so, dass die Kabelführung komplett durch das hohle Stahlgestell läuft und ein Eschenwinkel hinterm Schubkasten nimmt die ganze Technik auf, sodass hinten an dem hohlen Stahlgestell nur ein Textilkabel auskommt und man alles einzeln mit der Fernbedienung steuern kann. Besonders herausfordernd war die filigran gefertigte Eschenfront, wo 8 mm Lamellen eingelassen sind und über vertikale Frontspanner gespannt werden. Eine weitere Besonderheit in dem Möbelstück ist, dass ich ein ausgelagertes Stahlgestell unten am Möbelstück habe. Damit die Materialstärke von der Esche mit aufgenommen wird, habe ich die Füße ausgelagert und eine überlappende Stahlkonstruktion unten gefertigt, wo sich doppelte Füße am Möbelstück befinden.